Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen auf dem Kanal von JFD Brokers. Das ist die Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 9 und zwar für die Handelstage vom 26.02. bis 2.03.2018. Ich bin Markus Klebe und wir wollen heute hier wieder auf die Märkte DAX, Dow, S&P, Euro, britischen Pfund, Gold, Brent und WTI schauen. Wie gewohnt unten in der Videobeschreibung dann entsprechend die Märkte, dahinter dann eine Minuten- und Sekundenangabe. Wenn ihr dort drauf klickt, kommt ihr direkt zu der Analyse für den jeweiligen Markt. Also wer sich hier nicht die komplette Analyse von allen Märkten von vorne bis hinten anschauen möchte, der kann gerne unten in der Videobeschreibung dann schauen, auf die entsprechende Uhrzeit oder Zahl hinter dem Markt klicken und dann kommt man in dem Video direkt zu der entsprechenden Analyse und kann sich dann seinen präferierten Markt dann hier anschauen oder die präferierten Märkte anschauen. Vorab aber, wie gewohnt, der Risikohinweis. Schaut da bitte drauf, achtet darauf, dass ihr eben Stop setzt, dass ihr entsprechend eben dann auch eure Positionsgrößen an euer Konto anpasst und ganz wichtig, all das, was ich hier sage, ist meine persönliche Analyse, das ist meine zurechtgelegten Szenarien, beziehungsweise hier dann eben auch die grobe Analyse auf dem 4-Stunden-Chart über die Märkte, was ich mir für die kommende Woche, für die kommende Handelswoche dann auch zurechtlege, nach der Analyse ich dann auch meine Daytrades und meine kurzfristigen Trades dann eben ansetze, was wir natürlich im DAX Long oder Short am Morgen hier täglich eben besprechen oder auch zur US Opening Bell in dem Livestream dann am Nachmittag und hier, wie gesagt, die grobe Analyse und ganz wichtig, achtet darauf, dass ihr das jetzt hier nicht irgendwie eins zu eins umsetzt, sondern in euer Trading implementiert und eben diese Sachen natürlich auch nicht funktionieren müssen oder eben auch schief gehen können und ihr entsprechend dann eure Stops und eure Positionsgrößen entsprechend zu eurem Konto habt. Wenn ihr Fragen habt, dann gerne auf der Seite von jfdbrokers.com nachschauen, um hier dann eventuelle Fragen noch beantwortet zu kriegen. Schauen wir als allererstes hier auf den DAX. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken, wo meine Maus hin ist. Da ist er. Also, wir haben hier den 4-Stunden-Chart im DAX. Ja, und wir sehen hier diesen roten Strich. Das ist der Schlusskurs der vergangenen Woche bzw. der Beginn der vergangenen Handelswoche. Also der Schlusskurs der vorletzten Woche, Beginn der vergangenen Handelswoche. Und wir sehen, dass der Markt in der vergangenen Woche wirklich prinzipiell in den Bereichen zwischen 350 im Unterstützungsniveau und an dem Widerstand 500 Pi mal Daumen hier mehrmals hin und her gependelt ist. Wir wirklich in den Tagen mehrfach in der Richtung uns wechseln mussten. Teilweise die Long-Seite präferiert haben, teilweise die Short-Seite präferiert haben. Aber prinzipiell ich gerade zum Ende der Woche dann auch darauf gesetzt habe, dass der Markt hier über diesen 500er Bereich ausbricht. Das hat er dann erst zum Schluss des Freitags getan. Also wirklich in den letzten Handelsstunden ist der Markt hier stark geworden, aus diesem Bereich rausgekommen. Das ist jetzt für die kommende Woche dann auch wirklich interessant. Da sprechen wir gleich drüber. Aber vorher, wie gesagt, eben ewig dieses Hin und Her, was definitiv dann auch für die kommende Woche bedeutet. Und da fange ich dann auch schon mal an, hier in dem Chart einzuzeichnen, dass in diesem Bereich 350 bis 500, also das ist eben hier dieser Bereich, es durchaus dazu kommen kann, dass der Markt erneut in diesem Bereich zurückrutscht und dann eventuell hier erneut etwas seitwärts tendiert, wo man eben wirklich gerade im Daytrading dann ein bisschen aufpassen muss, im Swingtrading es extrem schwierig ist, hier irgendwo Szenarien aufzubauen, weil einfach wirklich, das geht einen Tag hoch, einen Tag runter, einen Tag hoch, einen Tag runter und was will man hier dann im Swingtrading-Bereich machen? Ja, da fliegt man entweder des Öfteren mit seinem Stop aus einem Trade raus, oder man hat eben hier Break-Even-Trades, aber keine wirklich nennenswerten Bewegungen, die man hier im Swing-Trading-Bereich umsetzen kann. Also generell in diesem Bereich mit Swing-Trades etwas vorsichtig. Im Day-Trading kann man natürlich hier dann auch diverse Ideen fahren. 450 als Unterstützungsniveau auch für die Aufwärtsseite hier interessant, wo man dann eben drauf schauen kann. Aber erstmal setze ich gar nicht darauf, dass wir in diesen Bereich zurückrutschen, sondern eigentlich sollte der Markt jetzt hier Stärke zeigen. Er hat jetzt die Chance, er ist über diesen Vorwochenhochs beziehungsweise auch über dem Wochenbeginn von der vergangenen Handelswoche drüber. Und eigentlich sollte der Markt jetzt hier die Stärke finden und Richtung 670 beziehungsweise erstmal 650, 670 laufen. Das sind so die Hochs hier, der von vor ein paar Wochen, ja, von dem Dienstag nach diesem Rutsch. Das sind so wichtige Bereiche, wo der Markt eigentlich Stärke finden sollte, wenn er denn so stark ist, wie am Freitagabend getan hat, ja. Und dann auch weiterhin die Chance hat, hier in den 800er, 850er Bereich zu steigen. Das ist so für den Markt, für mich persönlich, der Bereich, der durchaus realistisch erreicht werden könnte.
Wenn wir denn die Stärke haben, wir schauen natürlich ja gleich auch auf den Dow Jones und S&P, die sind auch erstmal vom Bild her nicht so schlecht aus für die Aufwärtsseite. Also somit das definitiv denkbar, wenn man hier dann auch für den Montag dann erstmal vielleicht so einen Rücksetzer in dieses Ausbruchsniveau 500, wenn man da nochmal drauf setzt, dass der Markt so ein bisschen kurzzeitig zurückkommt, um dann hier vielleicht einen schönen Einstieg zu finden. Oder wir haben einen Upgap, also einen Beginn des Handels hier über diesen Schlusskurs vom Freitag, dann ist natürlich auch der Schlusskurs als Unterstützung sehr, sehr interessant. Das müssen wir uns dann im Einzelnen dann wirklich täglich und dann auch am Montag im DAX Long oder Short anschauen. Aber prinzipiell ist erstmal die Tendenz über 500 auf der Long-Seite. Zwischen 500 und 350 vorsichtig, Seitwärtsgefahr, hin und her pendeln kann durchaus wieder passieren. Und erst wenn wir unter diesen 350er-Bereich, und das hat der Markt ja jetzt schon mehrmals versucht, er hat mehrmals versucht, unten nach unten auszubrechen, sofort wieder zurück, den Bereich exakt getestet, wieder zurück, nochmal exakt getestet, leicht zurück, durchgeschossen, wieder zurück. Also wir haben das jetzt schon drei, vier Mal versucht, ja. Eigentlich sollte jetzt der Markt, wenn er nochmals darunter läuft, wirklich dann auch Schwäche zeigen. Dann ist der Bereich natürlich 250 interessant, aber eigentlich dann viel interessanter der Bereich 12.200. Das ist in etwa hier, da ist jetzt hier keine Linie eingezeichnet, aber der 200er Bereich ist interessant als nächstes Zielbereich, als nächsten Zielbereich und dann eben auch als nächste erstmal Unterstützung. Da könnten wir so ein bisschen abprallen, nochmal nach oben laufen und dann kommen wir langsam dann auch in die Region knapp über 12.000. Und wenn wir richtig Schwäche haben, dann natürlich drunter. Das ist natürlich erstmal sehr, sehr weit weg vom aktuellen Schlusskurs. Auch wenn man den Blick auf die Wochenschwankung richtet, dann ist das jetzt hier aus dem über 500er Bereich hinunter zum 12.200er, 12.100er und 12.000er Bereich natürlich sehr, sehr weit. Aber man darf nicht vergessen, wenn die Abwärtsseite eventuell wieder eintritt, dann wissen wir, dass hier die Abwärtsbewegungen in der Regel etwas schneller gehen als diese mühselige Aufwärtsbewegung, die hier in den letzten Tagen stattgefunden hat. Ja, also es kann durchaus sein, dass wir dann eben hier auf der Aufwärtsseite, wenn wir das fahren, natürlich eine Schwankung von 250 bis 300 Punkten denkbar ist. Und dann sind wir in dem Bereich von 800. Das ist durchaus realistisch. Nach unten könnte es etwas schneller gehen. Und somit ist auch hier dann eben wieder eine erhöhte Volatilität denkbar. Und somit hier der 12.100er Bereich auch auf der Abwärtsseite denkbar. Das sind ja dann immerhin schon 400 Punkte oder gut 400 Punkte von dem aktuellen Kursniveau. Also das jetzt erstmal hier im DAX die grobe Analyse für die kommende Woche, die ich mir so zurechtlege. Und gerade, wie gesagt, dieser 500er bis 350er Bereich, wenn wir da zurücklaufen, dann so ein bisschen vorsichtig, da fahre ich dann gegebenenfalls auch dann wieder so ein bisschen kleinere Positionsgrößen. Bin dem generell nicht so aggressiv vom Handeln, sondern muss jetzt dann nicht jedes Setup, was sich hier irgendwie nur gerade so bildet, dann eben handeln, sondern warte dann teilweise auch ab, bis sich eben für etwas in Anführungsstrichen eindeutigere Bewegungen zeigen oder vielleicht sogar dann erneut der Bruch nach oben stattfindet, hier eben aus diesem Schiebezug Bereich dann hier vielleicht wieder raus, dass man dann eben abwartet, bis dieser erneute Bruch nach oben stattfindet, um dann den Rücksetzer zu handeln, um dann die Aufwärtsseite zu handeln. Also das sind auch so Szenarien, die natürlich eintreten können, die ich dann im Endeffekt versuche irgendwo zu erwischen, durchzusetzen, vielleicht dann auch antizipiere, dass der Markt hier durchgeht. Aber wie gesagt, das besprechen wir dann in den täglichen Livestreams etwas detaillierter. Schauen wir als nächstes dann auf den Dow Jones und danach auf den S&P. Erst als erstes der Dow Jones. Der Dow Jones ist, wie wir ja wissen, erstmal auch in der vergangenen Handelswoche hier nach unten gekommen. Wir sind hier auf dem Tageschart. Wir gehen mal hier auch auf den 4-Stunden-Chart runter. Dann sehen wir hier im Prinzip Schlusskurs, Eröffnungskurs diese Woche. Markt kam erstmal zurück, reagierte entsprechend jeweils an den Unterstützungen, kam eben dann kurzzeitig in diesen sehr, sehr wichtigen Bereich. Das war ja für mich erstmal auch ein Bereich, der auf dem übergeordneten Bild eigentlich der Kernbereich ist für Long oder Short. Hatten dann hier, das war auch der Bruch im DAX, wo ich dann einen Tag mal die Abwärtsseite versucht habe, weil es auch hier denkbar ist oder denkbar war, dass der Markt eben Bewegung auf der Abwärtsseite ausbaut. Das hat er dann auch nicht getan, ging relativ zügig wieder zurück und dann war hier dann auch relativ zügig die Aufwärtsseite erst war klar und ich hatte dann entsprechend die Widerstände dann auch jeweils immer gezeigt, wo der Markt hinläuft. Und der Dow Jones kann natürlich jetzt auch ohne Probleme die Aufwärtsseite weiter fortsetzen. Wir sind jetzt schon gut gelaufen, sehr, sehr sauber gelaufen, haben entsprechende Widerstände durchschritten und auch hier im Dow Jones ist es durchaus denkbar, dass wir natürlich weitere Bewegungshochs ausbauen, dass hier dieses Hoch eben überschritten wird, das ist so der nächste Bereich, der jetzt eben wichtig wird und dass wir dann entsprechend an die nächsten Widerstände generell ranlaufen können. Zwischenzeitlich natürlich dann auch immer
immer denkbar kleine Rücksetzer, neue Kaufgelegenheiten an Unterstützungen und so weiter. Also da eben erstmal das aktuelle Bild auch nicht so uninteressant für die Aufwärtsseite und hier der Bereich 25.700 bzw. sogar noch eben der 25.900er Bereich nicht so uninteressant. Selbst die 26.000 hier oben durchaus denkbar. Der Dow Jones ist von der Volatilität her etwas stärker. Wir sind aktuell in dem Bereich 25.300 knapp darüber. Das sind jetzt in Anführungsstrichen nur 700 Punkte. Aber schauen wir mal, was wir in der vergangenen Woche dann vom Tief zum jetzigen Bereich geschafft haben. Wir sind hier im Tief um die 24.600 gewesen und haben den Schlusskurs im Bereich 25.300 geschafft. Das sind auch 700 Punkte, Pi mal Daumen. Und wenn man die jetzt hier wieder raufrechnet, dann ist man schnell im 600er Bereich. Also somit definitiv denkbar, erstmal natürlich nicht direkt für Montag oder Dienstag, aber für die Woche kann das durchaus eintreten. Sollten wir hier jedoch eben auch merklich dann die Abwärtsseite wieder ausbauen. Und da würde ich jetzt gar nicht mal darauf setzen, dass der Markt hier nochmal bis in dieses Unterstützungsniveau um die 24.800 zurückfällt, weil das wäre für die Aufwärtsseite erstmal dann schon wieder uninteressant. Ich würde hier sogar so weit gehen, dass wir wenigstens den 25.000er Bereich gar nicht mehr antesten, sondern vielleicht sogar den 25.100er Bereich. Also ich zeichne das hier mal orange ein, den Bereich, den ich damit, also das ist ja hier diese aktuell auch magentafarbene Linie, also dieser Bereich hier, dieses Unterstützungsniveau, ja, ich zeichne es mal ein bisschen mit bis rüber, dieser Bereich sollte nach unten jetzt hier gar nicht mehr nennenswert unterschritten werden. Also alles darüber, alles über 25.100 für die kommende Woche eben hier auf der Long-Seite zu sehen. Sollten wir jedoch dann, zeichne das nochmal ein, dass natürlich auch so ein Rücksetzer hier dann eben nach oben denkbar ist. Das ist definitiv auch möglich. Sollten wir jedoch dann unter diesem Bereich erneut rutschen, ja, dann ist hier ebenfalls so eine Schiebezone erstmal bis in das Unterstützungsniveau 24.800 denkbar. Das habe ich gerade im DAX dann auch schon gezeigt. Also wenn wir hier nochmal runterfallen, dann ist es hier ebenfalls denkbar, dass wir so ein bisschen hin und her pendeln. Ja? Und wenn wir dann unter diesen Bereich kommen, was wir hier vergangene Woche dann mal ganz kurz versucht haben, aber wenn wir hier nochmals hinlaufen, dann ist es hier eben auch denkbar, dass die Abwärtsseite dann etwas stärker vollzogen wird, dass wir eben einen Rutsch in Richtung 24.500 beziehungsweise dann eben auch natürlich weitere Unterstützungslevels anlaufen können. Man könnte nochmal auf kleinere Zeitebenen gucken, ob hier dazwischen nochmal Unterstützungen kommen, dann auch für Zielbereiche. Das ist ja hier die grobere Analyse vom Dow Jones. Also man kann hier natürlich unterwegs dann auch nochmal an Unterstützungen treffen, wo dann entsprechend eben Reaktionen stattfinden können, um dann auch gegebenenfalls interessante Einstiege nochmal im Daytrading, im kurzfristigen Blick dann eben auch zu kriegen und natürlich auch von der Unterstützung hier einen Test dieses Bereichs nochmal von unten denkbar, um dann eben auch die Abwärtsseite zu fahren. Ja? Also alles über den 25.100er Bereich, vom Kern erstmal weiterhin von der Long-Seite, zwischen 25.100 und 24.800 ungefähr, so ein bisschen vorsichtig, so ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen, weil wir sind dann in so einem Schiebezonenbereich, der unter Umständen uninteressant oder unangenehm wird zu handeln, ja, weil einfach so schnelle Trendwechsel stattfinden, was dann eben oft dazu führt, dass ich auch schnell wieder ausgestoppt werde, Break-Even-Trades mache, vielleicht manchmal natürlich auch kleine Gewinne, aber das ist nicht so schön und dann eben, wenn wir drunter kommen, dann wird es ein bisschen interessanter auf der Abwärtsseite. Das ist hier die grobe Analyse im Dow Jones, wie ich mir das für die kommende Woche Pi mal Daumen dann zurechtlege. Und ähnlich sieht es natürlich im S&P aus. Der S&P ist auch in diesem Unterstützungsniveau hier, in dieses Unterstützungsniveau Anfang der vergangenen Woche, war hier oben runtergelaufen, kurze Erholung in dieses Niveau reingelaufen, haben hier wirklich fast exakt in der Mitte die Umkehr gefunden. Also hier waren wir gar nicht mehr wie im Dow Jones unter diesem Bereich, sondern der S&P dann hier doch ein bisschen stärker gewesen, ist dann hier in diesem Bereich geblieben und hat dann eben die Long-Seite hier nach oben angefangen zu starten, ist dann entsprechend an Widerständen und Unterstützung immer hin und her gependelt und hat auch hier dann zum Handelsende am Freitag Stärke gefunden, sind auch hier knapp unter wichtigen Hochs und den letzten Bewegungshochs hier, also sollte der Markt auch hier erstmal aus aktueller Sicht weiterhin Stärke zeigen. Das wäre so das Idealszenario, dass wir vielleicht hier eben nochmal ein bisschen zurücklaufen, vielleicht gar nicht erstmal bis hier runter in diesem Bereich 2720 ungefähr, sondern vielleicht gar nicht mehr so weit runterlaufen, sondern nur in den 30er Bereich, um dann hier weiterhin in die nächsten Widerstände ranzulaufen. 2770 ist das in etwa, das ist hier drüben auch so ein wichtiges Tief und dann natürlich hier auch im S&P die Chance haben, weiter nach oben Stärke zu finden und dann eben hier auch durchaus der 2800er Bereich nicht unrealistisch. Das sind lediglich gute 50 Punkte aus dem aktuellen Kursniveau und auch hier
Wenn wir uns das Tief der vergangenen Handelswoche angucken und den Schlusskurs, was eben auch annähernd das Wochenhoch war, ja, dass man hier eben durchaus eben die Möglichkeit hat, dass wir das, was wir hier nochmal abgesetzt oder dass der Markt hier schon gezeigt hat, natürlich im Laufe der Woche hier auch nochmal draufpacken und dann haben wir ruckzuck den 2800er Bereich. Ja. Auch hier dann ähnlich wie Dow Jones sollten wir nochmals hier in diesen Bereich zurückfallen, wobei ich hier auch schon so ein bisschen vorsichtig bin. 2700. Großartig drunter sollten wir vielleicht gar nicht rutschen. Ich würde vielleicht sagen, okay, 2695, 2690, aber wirklich nicht großartig tiefer. Das ist dann hier schon dieses Niveau. Sollte der Markt sich gar nicht mehr großartig in dieses Niveau bewegen. Also hier mal gucken, das ist ein bisschen schwierig jetzt zu sagen, wo jetzt der Markt hier kernunterstützend sein sollte. Aber ich würde erstmal den Bereich, zeichne ich auch hier mal orange ein. Bleiben wir mal über diesem grauen Bereich. Nehmen wir mal diese gelbe Linie. Ich glaube, das ist das Schlusskursniveau von Donnerstag. Das ist der 2700er Bereich. Also alles, was da drüber ist, selbst wenn wir bis dahin nochmal kommen, an jeweilige Unterstützungen ranlaufen und spätestens hier sollte der Markt dann eben die Tendenz nach oben eben wieder finden. Darunter wird es auch hier im S&P dann erstmal ein bisschen unangenehm, hier wieder in diesen grauen Bereich rein. Auch hier denkbar, dass wir so ein bisschen hin und her pendeln, aber der Bruch nach unten auch im S&P dann interessant, sollte der Markt Schwäche haben, was nicht ausgeschlossen ist. Wir haben hier einfach Schwäche gehabt. Wir haben uns dann natürlich jetzt erholt, haben zum Freitagabend Stärke gezeigt, die sich, wie gesagt, idealerweise dann auch nach oben jetzt fortsetzt. Aber es kann natürlich auch im Laufe der Woche hier wieder Schwäche in den Markt reinkommen und alles, was dann hier unter dem 2685er Bereich ist, beziehungsweise unter 2680, ist denn oder wird dann auf der Abwärtsseite interessant. Ich habe jetzt hier die entsprechenden Unterstützungen noch nicht in diesem Chartbild drin, aber das machen wir dann im Daytrading. Da gucken wir dann drauf, wo hier entsprechende Unterstützungen sind, die dann eben zum Einstieg oder auch für Zielbereich interessant sind. Aber hier durchaus denkbar, dass wir auch in den Bereich 2630 in der kommenden Woche dann erstmal runterrutschen, haben wir hier so ein Tief, was dann eben auch so ein bisschen Unterstützungsniveau ist. Ich denke nicht, dass wir in der kommenden Woche wirklich so schwach sind, dass wir hier in dieses nächste auch wichtige Unterstützungsniveau 2575 ungefähr 74 dann eben rücklaufen, weil das wäre dann schon wirklich aus dem 2750er Bereich bis runter in den Bereich 2570. Ich denke, dass das ein bisschen arg für die kommende Woche ist. Ja, dann sollten wir schon hier, wie am vor 3 Wochen Montag war das ja hier, glaube ich, dann diese sehr, sehr starke momentumhafte Abwärtsbewegung, die wirklich selten ist. Ja, dann müssten wir solch eine Bewegung dann in der kommenden Woche auch irgendwo hinlegen. Somit der Bereich hier unten für die kommende Woche erstmal aktuell nicht als Zielbereich denkbar. Aber wenn wir runterlaufen, ist, wie gesagt, der 2630er Bereich durchaus anlaufbar. Ja, also das hier die grobe Analyse, wonach ich dann eben auch meine Tagestrades dann eben her anpasse für den S&P in etwa diese Bereiche, wie ich sie hier eingezeichnet habe. Gucken wir auf den Euro. Und der Euro ist ja in der vergangenen Woche doch wirklich sehr, sehr unangenehm gewesen. Wir hatten prinzipiell in der vergangenen Woche gesagt, passt auf, wenn der Markt eben dieses Niveau, ich zeichne das hier mal ein, das war so der Bereich um die 1,24 Pi mal Daumen, leicht drunter, glaube ich. Wenn wir über diesen Bereich bleiben, war es denkbar, dass wir weiterhin die Aufwärtsseite fahren. Ja, also dass wir hier wieder die Chance haben, die Hochs anzugreifen, das ist definitiv denkbar gewesen. Das hat der Markt relativ schnell gezeigt, hey Leute, das will ich nicht. Ich möchte die Abwärtsseite spielen. Und wir hatten auch gesagt, dass hier direkt unter 1,24 dann auch die Abwärtsseite denkbar ist. Und ich hatte hier gesagt, dass es durchaus möglich ist, dass der Markt auch Potenzial hat, aus diesem Bereich dann hier sogar nochmal weiter in den Bereich 1,22 zu rutschen. Das hat er nicht ganz geschafft. Ja, er hat dann hier zwischenzeitlich nochmal so ein bisschen Stärke bekommen, hat hier nochmal bestimmte Widerstände getestet, ist dann eben aber auch im Kern wieder leicht nach unten gekommen, haben jetzt hier den Schluss im Bereich 1,23. Somit für die kommende Woche erstmal sowieso unter der 24 weiterhin die Abwärtsseite. Ich würde auch hier fast so weit gehen. Ich nehme nochmal kurz die Pfeile raus und zeichne jetzt die Analyse eben für die kommende Woche ein, dass eben nach wie vor natürlich der Bereich 1,24 hier sehr, sehr interessant ist. Ja? Dass wir hier drunter erstmal generell grundlegend von der Abwärtsseite sprechen sollten, weil es eben natürlich eben immer wieder Dips nach unten geben kann und es auch denkbar ist, dass wir vielleicht relativ zügig hier die Abwärtsseite weiter spielen, erstmal den Bereich hier Richtung 1,22 wieder angreifen, da vielleicht erst nochmal kurz reagieren. Wir haben hier nicht vergessen, hier diese Schiebezone, die haben wir hier schon mal
mal gehabt, die haben wir hier vorne schon mal gehabt. Also hier auch denkbar, dass wir, wenn wir durch die Tiefs der Vorwoche durchrutschen, diese natürlich dann auch von unten nochmal testen, vielleicht sogar hier so ein bisschen hin und her gehen. Ja. Aber wenn, ja, wenn der Bereich 1,22 nach unten durchstoßen wird, dann haben wir zwar hier nochmal ein Tief von, was ist das, Ende Januar, irgendwie sowas, 2. Januarhälfte, ja. Da haben wir nochmal so ein Tief im Bereich 1,2150 oder was das hier ist. Aber da kommt nicht mehr viel an Unterstützung bis zu dem Bereich 1,2050 bzw. 1,2060. Ja. Also wenn wir hier weiter Schwäche zeigen, uns dann hier vielleicht in dem Bereich noch ein bisschen seitwärts bewegen und dann damit natürlich hier vielleicht ein, zwei, drei Tiefs irgendwo markieren, dann kann man hier durchaus auch Breakout-Trades machen in den Bereich 1,20, sogar dann eben auch auf Swing-Trading-Ebene. Das würden wir uns auch in den Tagen dann nochmal genauer angucken. Aber das erstmal so der Kerngedanke, auch wenn wir vielleicht jetzt hier nochmal ein Stück hochlaufen, an entsprechende Widerstände ran, dann ebenfalls unter der 1,24 die Abwärtsseite denkbar. Ich würde erstmal vorsichtig sein mit Käufen. Ja, auch wer jetzt sagt, naja, Mensch, hier, wenn der Markt generell die Hochs wieder angreift, dann ist natürlich hier unten ein interessantes Kaufniveau. Aber ich denke, dass die Abwärtsseite erstmal so ein bisschen interessanter bleibt unter der 1,24. Erst wenn wir darüber laufen, das wäre dann eben meine Herangehensweise, wenn wir hier über die 1,24 laufen, das ist dann eben ähnlich der Vorwochenanalyse, dass es dann denkbar ist, wenn wir hier rankommen, dass wir eben ab diesem Bereich natürlich immer noch genug Platz haben und natürlich dann auch die Chance haben, in den Bereich 1,25, 1,25, 30 zu laufen und natürlich hier auch über diesen Bereich dann die Chance haben, die neuen Bewegungshochs, die neue Jahreshochs im Prinzip auszuprobieren. Das ist auf der Aufwärtsseite denkbar, aber da befinden wir uns aktuell nicht. Wir sind aktuell unter 1,24. Somit die Aufwärtsseite hier, wenn wir dorthin laufen, na klar, dann wird sie interessant, dann muss man sich das anschauen, dass er dann entsprechende Unterstützungen vielleicht nochmal läuft, Kaufideen, Kaufszenarien dann eben entwickeln, um dann eben die Aufwärtsseite zu spielen. Aber aktuell mal schauen, wie auch der Markt reinkommt jetzt am Montag oder beziehungsweise in der Nacht, wo wir dann schon Montag früh um 8, um 9 Uhr stehen. Vielleicht sind wir dann schon unter diesen Tiefs hier. Ja? Vielleicht sind wir auch schon in dem Unterstützungsniveau 1,22 und dann werden natürlich Rückläufe, wie ich sie hier eingezeichnet habe, interessant. Vielleicht dann auch in das Schlusskursniveau vom Freitag, wo wir uns ja hier in der Ausgangslage befinden, dass der Markt da dann nochmal zurückläuft. Das ist dann immer so ein bisschen abhängig, wo öffnen wir, was macht der Markt dann eigentlich schon am Montag, Montagvormittag. Wenn er da schon sehr, sehr schnell Schwäche zeigt, dann vielleicht auch nochmal eine Erholung ein bisschen weiter denkbar. Aber wie gesagt, der Bereich hier, guckt mal, der pendelte wirklich die ganze Zeit hier hin und her. Er pendelte hier dann nochmal nicht ganz so lange von der Zeit, aber auch hin und her. Also hier wirklich dann eben im oberen Bereich Verkäufe denkbar, mit dem Ziel vielleicht sogar, dass eben dieser Breakout dann eben stattfindet. Und wie gesagt, das wäre sogar auf Swing-Trading-Ebene nicht so uninteressant und das schaue ich mir auch in der kommenden Woche dann definitiv an. Gehen wir auf den britischen Pfund. Und auch der britische Pfund hat uns in der vergangenen Woche ja so ein bisschen verarscht. Ja, der Euro auch zugegebenermaßen nicht so einfach gewesen zu handeln, weil er eben auch diesen Richtungswechsel dann eben wieder auf die Short-Seite gemacht hat. Aber hier hatten wir dann die Short-Seite auch recht gut covern können. Zwischenzeitlich auf Daytrading-Basis mal den einen oder anderen vorsichtigen Kauf gewagt im Euro, aber hier im britischen Pfund. Da hatten wir das Bild noch ein bisschen unsauber. Hier war in der vergangenen Woche, auch in der vergangenen Analyse, die wir in der vergangenen Woche hier gemacht haben, der Bereich knapp über der 1,40er Marke, beziehungsweise generell, dazu zeichne ich mal ein Viereck ein, weil der Bereich einfach knapp über der 1,40er Marke bis 1,40 wirklich hier dieser Kern erstmal unterstützende Bereich oder dann auch der Kernwiderstandsbereich ist. Alles darüber hatten wir gesagt, sollte für die Aufwärtsseite interessant sein. Und ich bleibe jetzt mal bei der Analyse, weil sie ist eigentlich nicht so anders als die Vorwochenanalyse, denn alles, was über diesem Bereich ist, der hier orange eingezeichnet ist, ist ähnlich wie im Euro. Dann tendenziell, und ich wollte jetzt kein Karree malen, sondern, Moment, muss ich nochmal auf den Zurück-Button gehen, sondern hier einen Pfeil nehmen und den grün machen, weil hier drüber ist es dann denkbar, dass wir dann eben auch wieder Stärke finden, an die entsprechenden Widerstände ranlaufen und auch hier die Chance durchaus haben, über dem 1,4140er Bereich, was hier dieses Hoch ist, dann eben auch rüberlaufen können, ja. Vielleicht nicht ganz so viel stärker in der vergangenen Woche, denn auch in dem britischen Pfund wie im Euro ist die Volatilität gerade wieder so leicht am Sinken. Also hier erstmal vorsichtig, jetzt nicht sofort hier mit so aggressiven Zielen und von 1,4280 hier hantieren, aber wenn wir hier Stärke finden,
Wenn wir nochmals über diese 41 rutschen, dann wird die Aufwärtsseite interessant. Da sind wir aktuell noch nicht. Wir sind aktuell darunter, unter dem orangen Bereich, was hier die untere Grenze so um die 70, 80 ist. Ja? Wenn wir darunter bleiben, dann natürlich weiterhin jetzt hier Schwäche denkbar, dass wir an entsprechende Unterstützungen ranlaufen. Das ist eben auch für die kurzfristigen Herangehensweisen nach leichten Erholungen dann eben durchaus als Zielbereiche denkbar. Und auch hier, wenn wir Schwäche haben und wenn wir unter diese Tiefs hier auch der Vorwoche oder der vorletzten Woche teilweise gehen, dann wird es auch hier auf der Abwärtsseite interessant. Hier kommen natürlich noch mal so ein paar Unterstützungslevels, ja, also hier drunter auch denkbar, dann noch mal die Aufwärts, ich zeichne mal das hier so generell ein, was dann immer so denkbar ist, ja, und dann hier entsprechend immer die Abwärtsseite versuchen. Das sind so Überlegungen, die ich mir dann eben an den entsprechenden Levels mache. Sollten wir hier eben die Schwäche zeigen, dann ist es generell denkbar, und da können wir den Pfeil dann mal für alle Pfeile so ein bisschen schärfer machen, dass wir dieses Level 1,36 hier erreichen können auf der Abwärtsseite. Das ist für die kommende Woche nicht zwingend auszuschließen, ja? Weil wir haben auch hier im britischen Pfund auf der Abwärtsseite des Öfteren sehr, sehr scharfe Bewegungen in den vergangenen Wochen gehabt. Und wenn hier eben die erste scharfe Bewegung kommt und sich der Markt dann vielleicht ein, zwei Tage so ein bisschen seitwärts oder so ein bisschen erholender Natur zeigt, dann ist natürlich auch ein zweiter Rutsch denkbar. Das muss nicht zwingend sofort in einen 36er-Bereich gehen, aber das kann sich dann eben auf der Abwärtsseite etwas schneller oder das kann auf der Abwärtsseite etwas schneller vonstatten gehen. Somit bin ich hier erstmal von der Abwärtsseite ein bisschen mehr überzeugt als von der Aufwärtsseite und würde hier eben Abwärtsszenarien fahren. Ja. Immer entsprechend auch gucken, wo ist der Tageseröffnungskurs, wo sind Tagesschlusskurse, um sich hier noch so ein bisschen anzupassen, weil hier kommen noch diverse Unterstützungen, die sind auch drin. Aber das ist jetzt hier die grobe Analyse für den britischen Pfund. Und wie gesagt, alles über 1,40 dann hier prinzipiell vorsichtig erstmal, aber prinzipiell von der Aufwärtsseite wieder etwas interessanter. Schauen wir aufs Gold. Gold auch sehr, sehr interessant gewesen in der vergangenen Woche. Und wirklich unsere Analyse. Schaut euch auch gerne nochmal das Video von der letzten Woche an, also von der Kalenderwoche 8, was ich hier online gestellt habe. Weil im Gold hat eben meine Herangehensweise und auch das Traden wirklich relativ gut funktioniert. Wir waren in der vergangenen Woche noch über diesen interessanten Unterstützungsniveau in dem Bereich knapp über 1344 oder was das hier war. Ja, und ich hatte gesagt, alles, was da drüber ist, ist generell, ich zeichne das nochmal kurz ein, ist generell von der Aufwärtsseite her zu sehen. Moment, kleineren Pfeil nehmen. Also alles, was hier drüber ist, Schlusskursniveau war ja hier und dann eben auch der Eröffnungskurs und alles, was hier drüber ist, kann erstmal von der Aufwärtsseite erstmal wieder prinzipiell gesehen werden. Ähnlich wie im Euro zeigte uns das Gold relativ zügig, dass hier eben die Aufwärtsseite nicht gespielt werden sollte. Und ich hatte dann gesagt, erstmal unter 1,43,80, also unter diesen Unterstützungsniveaus, erstmal die Aufwärtsseite canceln. Erst wenn der Markt hier in den 1335er Bereich kommt, weil das war in den vergangenen Wochen, fast schon Monaten, ein sehr, sehr wichtiger Bereich. 1335, das hatten wir dann auch, ich glaube sogar im Live-Trading am Dienstag oder wann das war, ich glaube Dienstag war es, da hatten wir Live-Trading, hatte ich das dann eben angesagt. Wenn der Markt hier runterrutscht, da waren wir noch ein Stück weit drüber, wenn wir in den 35er Bereich, beziehungsweise 1335, ungefähr 70 hier in der CFD-Indikation von JFD Brokers, dann würde ich den Markt gern kaufen wollen, weil es eben eine gute Reaktionschance gibt. Und was passiert? Der Markt rutscht rein, ging relativ zügig, und das war ein interessantes Szenario hier, den Markt eben antizyklisch zur Abwärtsbewegung auf der Long-Seite zu covern. War eine interessante Überlegung, hat auch recht gut funktioniert oder war eben ein interessantes Szenario. Und dann eben zeigte der Markt aber erneut Schwäche und hatte dann gesagt, okay, wenn wir unter 1335 dann nochmal rutschen, dann ist es eben denkbar 1320. Und da sind wir dann auch mit nochmals Erholungen in den 1335er Bereich wieder Idee zum Verkaufen mit den entsprechenden Unterstützungen hier antizyklisch Kauf oder eben an den Widerständen eben die Verkäufe, sind wir genau in den 1320er Bereich gerutscht, um hier dann wieder ein bisschen uns zu erholen, und dann tendierten wir hier am letzten Handelstag ein bisschen seitwärts, und wir hatten hier dann auch noch mal, ich glaube in der US Opening Bell, so eine Swing Trading Idee formuliert. Stopp hier über diesen Hofs, und wir sind jetzt hier aktuell noch plus minus null von dieser Swing Trading Idee, weil die Idee war hier in dem Bereich 1328, 1330 in dieser Zone hier im Prinzip den Markt auf der Abwärtsseite zu covern, weil für die kommende Handelswoche ist eben meine Analyse, nehmen wir die Pfeile da oben noch mal raus, dass eben definitiv unter dem Bereich hier, und ich zeichne den auch nochmal mit einem Karree ein, weil es ist so ein bisschen so ein Schiebezonenbereich, es ist nicht exakt die 1335er Marke, sondern eben wirklich hier so ein Bereich.
alles, was nach wie vor da drunter ist, ist von meiner Warte her auf der Abwärtsseite zu sehen und idealerweise, weil hier eben auch noch eine Swing Trading-Idee aktuell offen ist, dass der Markt relativ zügig und ich wollte auch hier jetzt gerade kein Karree malen, sondern gehe nochmal zurück und nehme die Pfeile wieder, dass eben jetzt es relativ zügig hier wieder auf der Abwärtsseite vonstatten geht, von mir aus nochmal eine kleine Erholung, aber dann hier wirklich die 1320 erneut denkbar ist und dass wir diesen Bereich dann eben endgültig nach unten vielleicht nochmal verlassen und dann hier der Bereich 1316, beziehungsweise wenn wir wirklich Schwäche haben, hier auch relativ zügig der 1308er Bereich denkbar ist. Und das war so auch die Analyse für diese Swing-Trading-Idee schon in der vergangenen Woche und die würde ich auch für die kommende Woche generell erstmal weiter verfolgen. Sollten wir allerdings natürlich hier eben auch nochmal rübergehen, dass wir eben aus dieser Swing-Trading-Idee dann mit dem Stop rausfliegen, der Markt dann eben auch nochmal in den 1335er Bereich läuft, dann ist eben ab diesem Punkt, dann in diesem Punkt dann auch nochmal die Abwärtsseite denkbar. Und erst wenn wir darüber gehen, wenn wir über 1335 rutschen, dann wird es wieder erneut von der Aufwärtsseite interessant. Ja, dass wir hier dann eben in die entsprechenden Widerstände, und da kommt 1343 bzw. 1344 als nächster sehr, sehr wichtiger Bereich in Frage, wo wir dann auch reagieren können. Aber ich bin hier oben dann mit Short-Überlegungen, wenn dann eben defensiver Natur unterwegs und nicht mehr aggressiv, sondern passe hier dann so ein bisschen auf, weil einfach der Trendvorteil von meiner Warte her dann wieder so ein bisschen auf die Aufwärtsseite rutscht und es hier natürlich dann auch denkbar ist, dass wir weiter nach oben steigen. Somit sollte idealerweise der Markt gar nicht mehr in den 1335er Bereich kommen, sondern idealerweise ein bisschen stärker fallen und dann kann man hier entsprechend dann auf der Abwärtsseite die entsprechenden Trades aufbauen, dann eben natürlich auch immer, wenn der Markt wieder mal ein Stück zurückkommt, dann hier in so einen Punkten dann die Abwärtsseite zu versuchen zu covern, immer mit dem Ziel entsprechend der nächsten Widerstände, beziehungsweise hier nicht Widerstände auf der Abwärtsseite, sondern natürlich Unterstützungen, mit dem, dass die man dann für Ziele dann aber eben auch gerade fürs Daytrading dann nimmt und ich denke, es ist nicht ausgeschlossen, dass der Markt in der kommenden Woche die 1320 nach unten schafft zu durchstoßen. Und dann gucken wir mal, wie viel Druck hier drauf kommt auf den Kessel. Hängt natürlich auch so ein bisschen zusammen mit den Märkten, auch mit den Währungen, teilweise mit den Indizes, weil wir haben, und das habe ich in der vergangenen Woche schon gesagt, es ist ja prinzipiell so, dass sich das Gold so ein bisschen mit den Indizes bewegt hat. Also wenn die Indizes rauf sind, ist Gold in den vergangenen Monaten rauf. Wenn die Indizes ein bisschen runtergekommen sind, ist es Gold runter und so weiter. Also Gold hat sich von der Tendenz her eben eigentlich ähnlich der Indizes bewegt, ja, auch von den Tagestendenzen her. Und ich hatte in der vergangenen Woche schon gesagt, dass es jetzt sein kann, dass Gold sich wieder so ein bisschen abkoppelt. Und das sieht man ja hier auch, dass eben der Dow Jones, S&P, der ist ja schon wieder hier, wenn man von der Bewegung ausgeht, schon wirklich wieder sehr, sehr gut gelaufen, sind hier schon wieder wirklich long tendierend, gerade am Donnerstag und Freitag. Das hat das Gold jetzt hier eben nicht mitgemacht. Und es kann durchaus sein, wenn die Indizes jetzt weiter auf der Long-Seite sind, dass eben trotzdem Gold jetzt auch den sich von der Abwärtsseite mal wieder zeigt und hier diese Korrelation sich wirklich wieder zum Negativen diese Korrelation zum Negativen kippt und dann eben nicht mehr Gold aufwärts läuft, wie eben die Indizes, wie in den vergangenen Monaten die Tendenzen wenigstens in etwa waren, sondern dass sich hier dieses Bild eben wieder ändert. Und das gab es in der Vergangenheit schon oft, ja, das ist eigentlich sogar der Normalfall, dass eben Gold immer eben entsprechend anders, also wenn die Indizes steigen, dass eben Gold gefallen ist und wenn die Indizes fallen, eben Gold steigt. Und das kann sich, wie gesagt, jetzt hier natürlich wieder koppeln, somit die Chance des Goldes hier definitiv weiter auf der Abwärtsseite unter 13,35, auch so ein bisschen nicht oder ungeachtet dessen, was die Indizes hier machen. Schauen wir als nächstes nochmal oder zum Schluss dann schon auf Brent und WTI und ich nehme ja die beiden Ölsorten immer gerne so in der Analyse in einen Topf, weil die Tendenzen natürlich ähnlich sind, die Bewegungen ähnlich sind und man hier eben auch entsprechend immer so ein bisschen guckt oder ich auch im Daytrading gucke, okay, wenn ich jetzt long tendierend handeln möchte, nehme ich dann das eine oder das andere, gucke mir dann entsprechend die Chartbilder an. Und ich hatte auch hier gesagt, dass eben bei den Goldsorten oder bei den Ölsorten es generell interessant wird. Wir hatten auch diese Fibonacci-Linien hier reingezeichnet und generell hatte ich jetzt zum einen in der vorletzten Analyse gesagt, dass dieses 38,2er Retracement-Level hier im Brent-Crude interessant ist von der Abwärtsseite. Das hat dann eben auch erstmal funktioniert, aber wir haben dann wieder Stärke gefunden. Und generell war es eben so, dass der Bereich hier um die Marke
Marke 1,64, 1,65 wirklich interessant wird für die Aufwärtsseite, sollten wir eben über diesen Bereich laufen, und das war so die Kernanalyse, dass dann die Aufwärtsseite interessant wird und dass dann definitiv erstmal für die Abwärtsseite die Chancen so wirklich gering werden, weil wir dann auch dieses 50er Level, sieht man hier hinten, eben nach oben durchstoßen wird. Und so umso stärker wir eben oder der Markt eben von diesen Fibonacci dienen, umso mehr wir nach oben zu durchstoßen, umso stärker ist logischerweise der Markt und so unwahrscheinlicher wird es, dass wir hier eben wieder in diese Schwäche zurückfallen. Somit dann auch in der kommenden Woche der Kerngedanke, dass wir oberhalb hier des Bereiches 65 bzw. um die 65,50er Marke weiterhin auf der Long-Seite Chancen haben. Vielleicht eine kleine Reaktion nach unten, vielleicht auch ein bisschen weiter nach unten, um dann hier erneut in Richtung 67, 68 steigen zu können. Definitiv nicht ausgeschlossen, aber hier dieser Bereich 67 oder beziehungsweise ist es eigentlich fast die 68er Marke im Brent Crude, dass wir hier bedingt durch die Tiefs, hier sind Hochs, hier sind Hochs, hier sind Tiefs, hier sind Tiefs, hier sind Hochs, dass wir da höchstwahrscheinlich so ein bisschen mehr Reaktionen sehen könnten. Dass die Reaktion hier nur wirklich vielleicht bis in den 66,50er Bereich zurückfällt, das muss natürlich nicht sein, aber definitiv, wenn ich mir Ziele im Daytrading setze, dann gehe ich erstmal nicht zwingend davon aus, dass der Markt hier so viel Dampf hat, dass wir hier in einem Zuge durchlaufen, ja, sondern hier dann teilweise vielleicht sogar mit Take Profits arbeite, spätestens wenn wir hier ranlaufen, weil hier etwas stärkere Gegenbewegung zu rechnen ist, was natürlich dann auch Chancen bietet, entsprechend wo dann auch aus der Vergangenheit hoch sind oder nochmal hier entsprechende Unterstützungen, dass der Markt dann an den entsprechenden Unterstützungen dann natürlich die Chance hat, eben die Aufwärtsseite dann zu fahren. Ja? Und idealerweise laufen wir gar nicht mehr in den Bereich 65, beziehungsweise hier 65,30 oder 65,50 dann zurück, sondern drehen schon etwas früher. Und da sehen wir ja, dass die Stärke aktuell gar nicht so uninteressant ist. Sollten wir allerdings hier dann auch drunter kommen, und das Gleiche gucken wir im WTI uns gleich nochmal an. Da ist das Bild noch ein bisschen eindeutiger auf der Long-Seite erstmal aktuell. Aber sollten wir hier unter den Bereich dann rutschen, dann erstmal auch hier in dem Bereich bis 64,30 Pi mal Daumen so ein bisschen vorsichtig, weil wir hier Schwankungsgefahr haben, ja, und dann eben auch der Markt entsprechend hier jeweils natürlich dann wieder über diesen Bereich steigen kann, wo dann wieder die Long-Seite interessant wird, ja, und hier in diesem Bereich so ein bisschen vorsichtig und alles, was da drunter dann ist, wird dann von der Abwärtsseite wieder interessant, weil dann kommen die nächsten Unterstützungen hier 63,40 bzw. 62,50 und da können wir dann natürlich auch auf der Abwärtsseite erstmal wieder hinlaufen, aber da sind wir, wie gesagt, auch hier aktuell noch nicht. Wir sind eben aktuell stark. Donnerstag und Freitag sehr, sehr stark gewesen hier in den Ölen und von daher ist es auch erstmal denkbar, dass wir in der kommenden Woche hier weiterhin mit Stärke zu rechnen haben und hier natürlich dann vorsichtig sind, erstmal mit Short Trades, weil sie sehr, sehr antizyklisch sind, weil auch gerade der Markt sich hier stark bewegt. Etwas anders ist die Analyse im WTI und ich sagte ja gerade, dass hier das WTI erstmal schon mal stärker ist, weil ich switche mal so ein bisschen hin und her und vergleicht mal die Bilder. Wir haben hier diese Tiefs, da habe ich gesagt, okay, da ist es durchaus denkbar, dass hier Brent da ranlaufen kann, dass das dann eben auch wichtig wird, dass hier eine stärkere Reaktion stattfinden kann. Ja, das hatte ich gerade im Brent gesagt. Schaut mal hier, WTI ist schon in diesem Bereich. Ist mit der Donnerstag- und Freitagsstärke schon daran gelaufen. Ja? Also wir haben hier wirklich Stärke und die Reaktion, die dann im Brent natürlich auch entsprechend an nächste Unterstützungen eben dazu führen kann, dass wir da nochmal erstmal so ein bisschen konsolidierend laufen, ist natürlich hier, und wir sehen hier, dass hier auch Widerstand ist, und es ist nicht undenkbar, dass wir am Montag hier erstmal so ein bisschen Schwäche zeigen. Ja, vielleicht hier in diesem Bereich, was ist das hier, 62,50 oder sowas, zurücklaufen, um dann eben hier die Aufwärtsseite zu covern. Also wer jetzt eben kaufen würde, würde ich fast erstmal aktuell noch Brent kaufen, ja, weil wir hier schon an wichtigen Bereichen sind und der Rücklauf hier etwas stärkerer Natur ausfallen kann. Wenn wir dann zurückgefallen sind, dann ist natürlich WTI erstmal wieder interessanter, ja. Das, weil man dann natürlich in den entsprechenden Unterstützungen dann eben diese Kraft hier mitnehmen kann, was die Märkte zeigen. Ich würde hier eben prinzipiell auch von der kernunterstützenden Marke im Bereich 62, also oder vielleicht ein bisschen, ich würde vielleicht 61,50, das ist eben dieses Niveau hier, da haben wir so ein paar Hochs, auch Schiebezone, Tiefs, also grob, Moment, ich zeichne ungefähr ein, das ist so, na, vielleicht knapp unter 61,50, das ist so der Bereich hier, dass dieser Bereich, die das kernunterstützende Niveau für die kommende Woche darstellen sollte. Also selbst ein Rutsch hier an dieses Niveau, da was natürlich auch Montag, Dienstag erstmal stattfinden kann, ja, dass hier selbst so ein Rutsch nach unten,
durchaus denkbar ist, diesen dann eben zu kaufen. Also alles, was hier drüber ist, nach wie vor eben prinzipiell von der Aufwärtsseite her denkbar. Rutschen wir hier wieder drunter, ja, dann schaut mal, dann sind hier auch natürlich die Abwärtsbewegungen teilweise etwas stärker gewesen. Hier diese Aufwärtsbewegung war sehr, sehr sauber. Was da bedeuten kann, wenn hier die Schwäche wieder in den Markt reinkommt, und das wäre dann genau der Punkt, wo ich sage, okay, jetzt kann man eben Öl vielleicht auch nochmal wieder auf der Abwärtsseite nehmen. Also alles unter diesem grob 61,50er Bereich. Dann schnell denkbar, dass wir Richtung 60 rutschen und dann, wenn wirklich Schwäche hier auf dem Kessel ist, dass wir schnell auch in den 59er Bereich wieder fallen können. Viel mehr würde ich jetzt für die kommende Woche dann hier jetzt nicht annehmen von der Bewegung. Wie gesagt, aktuell sind wir ja long tendierend. Aktuell bin ich erstmal long eingestellt. Schaue, dass hier leichte Konsolidierungen für Käufe genutzt werden können. Ich würde jetzt hier nicht aggressiv reinkaufen und davon ausgehen, dass jetzt hier eben diese Bewegung, kann man mal lila einzeichnen, weil das ist aber was, was ich erstmal nicht jetzt favorisiere, dass der Markt jetzt hier in einem Zuge sofort durchgeht. Ja, also ich würde schon irgendwo leichte Rücksetzer, wir sind Donnerstag, Freitag, wie gesagt, hier stark gewesen, dass ich hier irgendwo so leichte Rücksetzer sehe, um die dann zu kaufen. Ja, das wäre eigentlich so mein Idealszenario. Und dass wir hier so stark nach oben durchfeuern, sehe ich aktuell nicht so. Somit würde ich, wie gesagt, diesen lilanen Pfeil, ich nehme ihn auch mal wieder raus, eben nicht favorisieren und auch wirklich nicht handeln. Ja, denn wenn es wirklich passiert, dann habe ich Pech gehabt, dann muss man schauen, wenn wir uns hier oben irgendwo befinden, dass man dann nach Rückläufen vielleicht nochmal Käufe findet. Ja, also von daher hier dann das Bild ein bisschen vorsichtiger. Und wie gesagt, im Brent ist es ja sowieso erstmal natürlich denkbar noch ein bisschen nach oben, aber auch hier idealerweise leichte Korrekturen, um dann in diese Richtung zu handeln und dann natürlich auch die nächsten Widerstände hier denkbar sind. Okay, das soll es gewesen sein zur Analyse hier für die verschiedenen Märkte. Ich wünsche euch Good Trades. Von den Wirtschaftszahlen kommt einiges raus. Da können wir noch mal kurz auf den Kalender schauen. Moment, das hatte ich hier auch noch mal geöffnet. Ich ziehe das mal hier rein. Da kommt am Montag erstmal nicht viel. Ich habe hier diese einfach mal die Wirtschaftsnachrichten von Finanzen.net, ja, da kann man natürlich überall nachschauen. Aber hier erstmal schauen, wir haben am Dienstag, wie wir sehen hier, das ist wichtig, Dienstag und Mittwoch, jeweils hier der neue FED-Vorsitzende Powell hält hier Reden. Ja, das ist definitiv eben auch wichtig, darauf zu schauen, eben am Dienstag 14:30 Uhr und am Mittwoch um 16 Uhr. Das könnte die Märkte wirklich etwas stärker bewegen, weil einfach hier eben so ein bisschen richtungsentscheidend auch die Geldpolitik, Zinspolitik nochmal besprochen werden kann. Und wenn hier Eventualitäten auftreten und es gesagt wird vom neuen Vorsitzenden, dass er vielleicht doch eben nicht ganz so schnell die Zinsen erhöhen will oder vielleicht schneller erhöhen will oder auch irgendwas zwischen den Zeilen sagt, ja, dann ist das definitiv dann eben nicht nur Schlag 14:30 Uhr oder Schlag 16 Uhr, sondern auch die Zeit danach, weil so eine Rede geht natürlich nicht nur eine Minute, sondern kann eine halbe Stunde, Stunde gehen und dann lesen alle immer so ein bisschen zwischen den Zeilen, jetzt sagt er das, jetzt sagt er das. Das bedeutet dann oft, dass eben während so Reden dann auch wirklich gerade die Währungen, auch der US-Markt, die Indizes, Dow Jones und S&P so ein bisschen springen können. Ja, also das ist eben definitiv wichtig und dann sehen wir, dass wir hier diverse Drei-Sterne-Nachrichten noch in der kommenden Woche haben. Bruttoinlandsprodukt annualisiert, also gut 14:30 Uhr, müsste man schauen. Dann hier Kernausgaben. Ich sehe diese Zahlen zwar jetzt nicht so extrem als Market Mover, aber man sollte definitiv zu den entsprechenden Uhrzeiten hier vorsichtig am Markt sein. Schauen wir auch mal drauf. Verbraucherpreisindex hier, EU-Zone, Mittwoch um 11 Uhr. Ja, hat in der Vergangenheit dann auch in den USA Verbraucherpreisindex so ein bisschen den Markt bewegt. EU-Zone oder Eurozone. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall so ein bisschen den Blick drauf richten. Ein bisschen vorsichtig zu den Uhrzeiten sein, da macht man auf jeden Fall nichts falsch. Und wenn sich der Markt stark bewegt, dann lieber so ein bisschen abwarten erstmal und schauen, wie sich der Markt einpendelt, um dann wieder zu handeln. Also für die kommende Woche, ich wünsche euch Good Trades. Wir hören uns regelmäßig dann natürlich zum DAX Long oder Short, zu US Opening Bell, dann am Nachmittag jeden Tag. Und wenn ihr Wünsche und Anregungen habt, dann gerne unter dem Video hier Fragen, Wünsche zu anderen Märkten und so weiter natürlich stellen, weil ich lade auch natürlich auch nach Wünschen entsprechende Analysen zu anderen Märkten gerne noch hoch, dann eben auch wirklich speziell zu Einzelmärkten. Also wenn ihr hier was habt, dann eben gerne unter dem Video kommentieren. Wenn euch das Video und die Analyse natürlich gefällt, dann auch gerne einen Daumen hoch. Da würden wir uns alle freuen und wir wissen, dass die Arbeit hier gut ist. Und wenn ihr sie nicht gut findet, dann natürlich Anregungen, Verbesserungsvorschläge unten in den Kommentaren. In diesem Sinne, Good Trades, bis zum Montag zum DAX Longer Short. Euer Markus Klebe. Ciao, ciao.